Zwergenfürst liest. Der Hobnix von A.R.R.R. Roberts. Eine unvorhersehbare Gesellschaft. In einer Höhle, mitten in einem äußerst schicken und heiß begehrten Stadtviertel, lebte ein kleiner Hobnix. Der Held unserer Geschichte, sein Name war Bingo, Dietrich Beutelgrabscher. Natürlich hatte er sich den Namen nicht selbst ausgesucht, das hatte seine Mutter für ihn getan. Sie konnte sich ohne weiteres für diesen Namen entscheiden, schließlich musste sie ja auch nicht die ganze Schulzeit und den Rest ihres Erwachsenenlebens hindurch damit herumlaufen. Eltern. Doch, wo war ich? Ach ja, Bingo lebte also in einer Höhle. Es war eine mittelmäßige, prächtige Hobnix-Höhle mit einer kreisrunden, blau gestrichenen Tür, exquisiten blauen Badezimmerkacheln mit bläulichem Schimmelbelag, nicht wenigen Käfern, Silberfischen und schimmernden Würmern. Außerdem gab es reichlich Feuchtigkeit, Moder und eine Kochnische, aus der sich die Dämpfe und Gerüche, die beim Kochen entstanden, unmöglich vertrieben ließen. Nichtsdestotrotz war die Höhle nach Hobnix-Maßstäben eine recht begehrenswerte Residenz. Bingos Tante, die strenge Marlene E. Dietrich, war hinter eben dieser Höhle her. Obwohl Bingo nicht gewillt war, jenem Zweig der Familie auch nur ein Zentimeter seiner Behausung zu überlassen. Er war ein Hobnix von 40 Jahren, was in Hobnix-Jahren so gut wie nichts ist. Lediglich eine Bagatelle. Ja, weniger als eine Bagatelle. Mathematisch gesprochen etwa ein Fünftel einer Bagatelle. Womit ich sagen will, dass er noch recht jung war. Hobnixe sind ein kleinwüchsiges Volk, das in der Erde lebt. Woher auch der Name kommt, wer beim Lesen dieses Büchleins aufpasst, wird übrigens eine ganze Menge über Namen und deren Herkunft lernen. Gelehrte und über Namen, Gelehrte und Philologen debattieren gerne darüber, wovon sich der Name etymologisch zumindest teilweise ableitet. In den einschlägigen linguistischen Fachbüchern finden sich als Beleg meist die folgenden uralten Verse. Erhob die Erde aus des Nachbarns Garten, erhob ein Loch, das aussah wie ein Grab. Dann traf er den Kopf des Nachbarn mit dem Spaten und sagte, schau, was ich dir gegraben habe. Interessanterweise nennen sich Hobnixe selbst nicht Hobnixe. Ich komme gleich darauf zu sprechen, weshalb das so ist. Insgesamt ist Hobnix jedoch ein allgemein akzeptierter Terminus. Es gab einmal einen Reisenden auf dem Land der Größeren, der kreuz und quer durch das Land der Kleineren streifte. Durch Winstingen, Schrumpfhausen, Liputien, das Land der Kotzbeute. Kotzbeute sind übrigens ein tapferes, kleines Völkchen, das unter den ekelhaftesten und ansteckendsten Fußkrankheiten leidet. An dieser Stelle sollte vielleicht darauf hingewiesen werden, dass diese Fußkrankheiten in den Grafschaften der Kleineren nicht eben zu einer Seltenheit geworden ist. Doch was heißt hier vielleicht? Wo sonst, wenn nicht in dieser Fußnote, ließe sich auf derartige Nebensächlichkeiten hinweisen, die niemanden interessieren und nichts, aber auch gar nichts mit der Handlung zu tun haben. Es lebe die Fußnote. Drei Käsehochs und bis nach Hoppla Ahoi. Der Heimatstadt von Bingo, dem Helden unserer Geschichte. Als der große Reisende eines Tages in die Menschenstadt Brie zurückkehrte, zog es ihn in eine Taverne, wo er in einer Ecke saß und über seine Abenteuer nachsah. Schon bald versammelte sich eine ganze Reihe neugieriger Großer um ihn,
die wissen wollten, was er auf seinen Reisen erlebt hatte. Verzeih schon, was hast du gesehen? Drangen sie auf ihn ein. Hast du was mitgebracht? Ich hab, setzte er an und sog hörbar die Luft ein, bevor er leise hinzufügte. Hab nix. Um dann nach seinem Bierkrug zu greifen, der Name des Hobnixes, dem der Reisende begegnet war, ist uns nicht überliefert, doch das Treffen hatte offensichtlich gewaltigen Eindruck auf den großen Mann gemacht. Er blieb 2 Tage und 2 Nächte in der Taverne namens Drachenkönigin in Brie, trank durchgehend und ohne ein weiteres Wort zu verlieren, verließ anschließend die Gegend und ward nie wieder gesehen. Hobnixe legen die Wohnräume ihrer Behausungen unterirdisch an, während sich ihre Kohlen und Winkel und die großen Räumlichkeiten inklusive des Hausbau über der Erde befinden. Ihrer Meinung nach ist dies die logische Art der Wohnraumplanung und die Baubehörden von Hoppla Ahoy hat jeder Form von Häuserbau für gesetzwidrig erklärt. Besagte Bauweise führt dazu, dass die Wohnbereiche in der Regel feucht, schimmelig und voller Gewürm sind und die Bewohner unter Asthma und Bronchitis leiden, während die Kohlen, Wein und Partykeller zu den einbruchsgefährlichsten Gebäuden in der ohnehin schon nicht sehr sicheren Stadt gehören. Doch Tradition ist schließlich Tradition. Wie ich schon sagte, nennen sich Hobnixe selbst nicht Hobnixe. In ihrer eigenen Sprache, die seltsam alt und voller syntaktisch-grammatikalischer Ungereimtheiten ist, heißen sie Hoppler. Selbstverständlich gibt es einen Grund, weswegen sie sich so nennen und nicht wie der Rest der Welt die Bezeichnung Hobnixe verwenden. Und dieser Grund sind ihre Füße. Sie haben scheußliche Füße. Einfach scheußlich. Aus bisher ungeklärten Ursachen leiden die meisten Hobnixe unter entsetzlichen Fußarthritis. Ihre Füße sind angeschwollen und voller Gichtknoten. Sind 3 bis 4 Mal so groß wie normale Füße. Die Zehen sehen aus wie Kokosnüsse und die Knöchel wie mit Kieselsteinen gefüllte Kondome. Hobnixarthritis ist höchst schmerzhaft und von daher keine spaßige Angelegenheit, auch wenn es ein wenig kurios erscheinen mag, dass die Form der Gelenkentzündung keinen einzigen anderen Körperteil befällt. Die Arthritis verleiht ihren Füßen eine seltsam abgestorbene Farbe, die den Hobnixfuß deutlich vom restlichen Hobnixkörper abhebt. Hinzu kommt, dass der erwachsene Hobnix keinerlei Schuhwerk tragen kann, da der Druck des Leders an den verdickten Füßen einfach grässlich ist. Folglich bewegt sich dieses kleinwüchsige Volk nur unter größten Schwierigkeiten und unglaublich langsam voran. Außerdem verbringen erwachsene Hobnixe einen Großteil ihrer Zeit mit der Suche nach dem perfekten Kissen, stoßen leise Seufzer aus, während sie sich auf ihre Sofas fallen lassen und benutzen sodann die Hände, um ihre Füße auf gepolsterte Fußschemel zu heben. Und nun wisst ihr alles über Hobnixe und Hoppler, was ihr wissen müsst. Außer der einen oder anderen Einzelheit, etwa der Tatsache, dass sie gerne essen, genauso gerne trinken und äußerst gesellige Wesen sind. Und dass sie die Vorliebe für Western und Kord haben. Ach ja, und dass sie ausgiebig und oft Pfeife rauchen und deshalb früher, als sie eigentlich müssten, an Krebs im Mund, Zungen- und Rachenbereich sowie an Herzkrankheiten sterben. Was noch? Sie sind konservativ eingestellte Lebensbewohner, die zumeist dem Kleinbürgertum entstammen. Abgesehen davon sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die Hobnixe trotz ihrer offensichtlichen Nachteile
die modernste semi-industrielle Gesellschaft der ganzen Welt hervorbrachten und Wassermühlen mit Dampf betriebene Eisengießereien, komfortable Wohngelegenheiten, Pfeifen, Spielzeuggewehre, Brillen, Samtkleider, bezaubernde kleine Kirchen, Bücher und Feuerwerke entwickelten, während der Rest von Obermittelerde technisch gesehen immer noch auf dem Stand des frühen Mittelalters vor sich hin dümpelte. Auf Schwerter und Pferde angewiesen ist und von uns die Torten auf Schwerter und Pferde angewiesen ist und die Toten unter riesigen Erdhaufen begräbt. Komische Sache. Aber der Lauf der Dinge ist eben seltsam und manchmal geradezu unerklärlich. Eines Morgens saß Bingo auf einem bequemsten Sofa und ruhte seine erbärmlich geschwollenen Arteries. Füße aus. Auf einem Fußschemel mit grünem Sandkissen lagen seine Füße hingestreckt. Er starrte auf die knotigen Gelenke, jene Stellen, an denen sich die einzelnen Zehen vom Fuß wegspreizten. In diesem Moment spürte Bingo, der arme Kerl, die ganze jammervolle Trostlosigkeit des Daseins in ihrer grausamen Schwere auf seinen Schultern lasten. An der Eingangstür erklang ein lautes Klopfen, ein Geräusch, das beispielsweise von einem nichtsnutzigen Hobnix-Jungen stammen konnte, der einen Feuerwerkskörper in das Schlüsselloch gesteckt und angezündet hat und dann weggelaufen ist, um nach einem enttäuschend leisen Plopp zurückzukehren und verärgert die Tür mit seinen noch unverdorbenen und von daher in Springerstiefeln steckenden Füßen einzutreten. Die jungen Leute heutzutage, was soll man nur tun? Z -z 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 -z. Bingo seufzte. Weg da, rief er und fügte nach einer Pause nochmals weg da hinzu. Das Klopfen an der Eingangstür dauerte an. Es half nichts. Bingo stand langsam auf und machte sich auf den Weg, wobei er bei jedem Schritt zusammenzuckte und wie gewöhnlich Schmerzenslaute von sich gab, unter anderem »Ah! Autsch!« und wieder ein geflüstertes »Aua!« Bingo war nicht begeistert, eine runde Eingangstür zu haben, aber wer wäre das schon? Aus geometrischen Gründen kann eine solche Tür nur an einer einzigen Türangel befestigt sein, die wiederum nicht an der effektivsten Stelle angebracht ist. Folglich zieht es häufig, die Tür ist nur schwer zu öffnen, kann aber hingegen ganz leicht von einem Hobnix eingetreten werden, der noch jung ist, um Springerstiefel zu tragen. Doch Tradition ist schließlich Tradition und dies war eine Tradition, die von der Baubehörde von Hoppla Ahoi mit besonderem Nachdruck durchgesetzt wurde. Bingo zog die Tür mit einem Ruck auf. Draußen im Sonnenschein stand ein Zauberer. Zwar hatte Bingo noch nie zuvor einen Zauberer gesehen, doch das M für Magier vorne auf der Brust des Ponchos konnte ja nur bedeuten, dass der Fremde der Bruderschaft der Zauberer angehörte. Oder dass er ein Mitarbeiter von Woolworths war, der seinen Poncho verkehrt herumgetragen hatte. Das Klopfen hatte indessen nicht aufgehört, sondern ging lauter als zuvor weiter. Bingo blickte zu dem Zauberer auf. »Tja, also«, sagte der Zauberer mit dröhnender Stimme, »das tut mir leid.« »Tut euch leid?« wiederholte Bingo verständnislos, wobei er auf seine Tür blickte, an der es immer noch klopfte. »Der Klopfzauber, mit dem ich eure Tür belegt habe, ein weit verbreiteter Zauber, wisst ihr?« brüllte der andere, als müsste er gegen einen Orkan anschreien. »Ich bin zu gebrechlich, mein fortgeschrittenes Alter erlaubt es mir, nicht mehr selbst an Türen zu klopfen. An Türen klopfen, ha!« »Dazu bin ich viel zu alt und gebrechlich, also habe ich auf den Klopfzauber zurückgegriffen, versteht ihr?« Bingo betrachtete die Tür. »Könntet ihr ihn bitte wieder abstellen?«
Der Zauberer schien den Hobnix nicht gehört zu haben. Danke, verkündete er schallend. Ihr seid zu freundlich. Es ist nur ein Zauber, aber wirksam, kann ich euch sagen. Wie lange wirkt er? Ja, dröhnte der Zauberer nachsichtig. Aber kann ich ihn abstellen? Das ist die Frage. Und die Antwort lautet, ein Dreck kann ich. Es ist äußerst diffizil. Wisst ihr, der Zauber, ja, der ist leicht, aber der Gegenzauber, der ist verteufelt schwierig. Wie lange wirkt der Zauber? Fragte Bingo, indem er Pausen zwischen den einzelnen Wörtern machte und seinen Gesichtsmuskeln beim Sprechen der Deutlichkeit halber zu Grimassen verzog. Beutelgrabscher! Schrie der Zauberer aus vollem Hals, wobei er seinen buschigen Augenbrauen hob und Bingo durchdringend anblickte. Beutelgrabscher! Er machte einen Schritt nach vorne, bis er den Türrahmen ausfüllte, bückte sich und betrat die Eingangshalle von Grabsch End. Bingo wirbelte herum, als sich die riesige Gestalt an ihm vorbeischob. Der Zauberer ging fast ganz vornüber, gebeugt, was ihn ein bisschen wie ein überdimensionales Klappmesser aussehen ließ. Zielsicher eilte er den Gang entlang auf das Wohnzimmer zu, wobei er immer wieder lauthals Bingos Nachnamen brüllte. Unterdessen veranstaltete die Eingangstür weiterhin ihren ohrenbetäubenden Lärm. Es klang, als würde ein schweres Massivholzmöbelstück eine endlos lange Treppe hinunterpoltern. Bingo humpelte dem Zauberer ratlos hinterher. Als er endlich das Wohnzimmer erreichte, hatte es sich der alte Zauberer bereits auf Bingos persönlichem Lieblingssofa bequem gemacht. Das zwar für einen Hobnix riesig war, dem Mann jedoch gerade einmal als Sessel diente. Er schenkte dem Hobnix ein strahlendes, wenn auch zahnloses Lächeln. »Ihr seid also Beutelgrabscher, nicht wahr?« rief er. »Ja, bin ich«, erwiderte Bingo. »Aber, es ist so, dass ich euch bitten muss, dass ihr euch leider bitten muss zu gehen. Ihr könnt nicht einfach so hereinkommen und ihr könnt euch schon gar nicht setzen.« »Beutelgrabscher, da stand nämlich über der Tür, wisst ihr?« verkündete der Zauberer. »Ich muss euch bitten zu gehen«, sagte Bingo etwas lauter. »Beutelgrabscher«, wiederholte der Zauberer, indem er sich einen Finger an die Wange legte und so tat, als würde er darüber nachdenken. »Der Name eines Diebes, oder?« »Ich bin ein Gentle-Hoppler mit unabhängigem Einkommen«, erklärte Bingo und zuckte zusammen, als ein stechender Schmerz vom linken Fuß ausgehend sein Bein durchfuhr. »Und ich bitte euch zu gehen, und zwar auf der Stelle.« »Das dachte ich mir«, meinte der Zauberer mit einem wissenden Lächeln. »Das dachte ich mir. Geht, bitte«, schrie Bingo aus vollem Hals. »Sehr aufmerksam.« Der Zauberer nahm den Hut ab, um ihn sich auf den Schoß zu legen. »Ich meine, 2 Löffel Zucker. Ich nehme 2 Löffel Zucker. Mein Name ist ganz alt und ich bin ein Zauberer. In der Tat, der berühmteste. Ganz alt, aber keine Angst. Ich verspreche.« Er kicherte vor sich hin. »Ja, in der Tat, ich verspreche, obgleich ich tatsächlich ein Zauberer bin, verspreche ich euch nicht«, fuhr er fort, wobei seine Schultern vor Kichern bebten und sein Kopf hin und her wackelte. So vergnüglich schien er es zu finden, was er zu sagen hatte, »euch nicht in eine Kröte zu verwandeln.« stieß er auf einmal ein ungeheures Husten aus, das den ganzen Körper mit einbezog. Einen Moment hatte es den Anschein, als würde er sich selbst aus dem Sofa husten und auf den Boden fallen. hustete er.
Erschrocken ließ sich Bingo auf die zweitbeste Sitzgelegenheit im Wohnzimmer einen Sessel sinken. Fuhr der Zauberer fort. Ist alles in Ordnung? Setzte Bingo an. Meinte der Zauberer anschließend und ließ den Kopf nach hinten sacken. Sein Gesicht hatte jegliche Farbe verloren und am Grau seines Bartes gleich unter dem Mund unschöne Speiche fehlen. Potzblitz, sagte er mit erstickter Stimme. Mit der rechten Hand kramte er in einer Tasche seines Umhangs und zog schließlich eine Pfeife hervor.